und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Marsch Pferderland. Moinsen. Moin, mit dabei ist der Veruna. Jo, und natürlich der Tigerfarm. Hallo. Hallöchen. Alles gut bei dir? Ja, bei dir. Du musst ja, ne? Du musst. Gut, Tagesplan für heute? LKW kaufen und das Gras so wie ja. Okay. Dein Tagesplan? Mein Tagesplan. Moment, ich muss mal dein Tagesplan ist kalt. Kalken auf unserem eigenen Feld. Genau, ich muss gerade mal Radio neu einstellen. So, jetzt passt es wieder. Genau, hey. Und dann schauen wir mal. Ich nehme mal Schwarz als Hauptfarbe, ne? Dann kann sich niemand drüber streiten. Jo, mach wie du willst. Chip Tuning natürlich. So, ich muss erstmal Kalk kaufen. Und Steel. Ja, dann kaufe ich den. Jo, mach. Kannst du noch ein bisschen Kalk kaufen? Warum nein? Diesmal hat es bei mir geleckt. Ich kaufe die gleich. Ja, muss erst runterfahren. Das ist der Zwei, ja? Nimm den Schienenkörper. Zwei IT-Runner, oder? Ja, einer ist Drehschema, einer nicht. Ja, den normalen, also den nicht Drehschema. Okay. Weil bei dem Drehschemel musste immer die Ding ab. Boah, das Radio, das nervt mich gerade. Sorry. Der Pallfinger ist das, oder? Ja, genau. Ich hab schon. Und dann kaufe ich dir noch Kalk. Jo. Ich kauf dir mal so viel. Ganz schön viel. Also so 8 Paletten oder so. Was ist da drin? Wie viel? 2000. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber sollte reichen. Gereicht hier außen rum zu fahren. Das Problem bei dem anderen, bei dem Drehschemelanhänger ist es. Ja, ich weiß, ich kenne das. Von ja, genau, dass du immer die Mulde absetzen musst, damit du abtanken kannst. Macht hier überhaupt irgendwas? Ich sehe hier nichts. Nein. Das Problem bei dem Drehschemel ist ja, dass du den Container andersrum auflädst. Du lädst den mit der Öffnung nach vorne auf zum LKW. Mhm. Bis ich das damals raus hatte, das hat ein bisschen gedauert. Aber mit dem IT-Runner, dem könnte ich eigentlich auch mal noch eine Felgenfarbe verpassen, oder? Mhm. Na, passt doch. Ne, passt nicht. LKW schwarze Felgen, Anhänger, Silber. Egal. Ich werde in die Tage noch machen. Dann machen. Ey, du musst Warnleuchte anmachen. Hab ich. Hast du. So. Dann geht's los. So, XXL-Farm hier. Wir probieren mit dem größten Equipment zu fahren. Probieren. Wir probieren. Also ich glaube, viel kleiner geht's nicht für das, was wir haben. Ach scheiße, ich muss alle auf der anderen Seite einladen. Oh ja, stimmt. Da wo das Rohr runterhängt. Ja. So, ich bin mal gespannt, wie weit der Dünger reicht. Gras. Einladen. Jo. Das ist halt wirklich ein Vorteil, dass du hier auf der Karte alles Mögliche in die Biogasanlage einlagern kannst. Was ja auch realistisch ist. Also soll ich das direkt in das Ding von der BGA kippen oder ins Fahrsilo? Nee, in die BGA. Das geht dann ein bisschen, also wir kriegen dann sofort Gärreste raus. Und kriegen dann auch dafür Geld. Wenn wir jetzt erst Silage draus machen, wird man natürlich ein bisschen mehr Geld kriegen.
Aber ich glaube, so viel ist doppelte, glaube ich. So, ich bin jetzt unterwegs. Jo, take off. Warte mal, ich habe da noch was. Was hast du? Nee, geht gar nicht. Ich wollte auf Soundboard drücken, was hier Funk angeht. Aber das geht ja nicht. Hallo? Geht ja nur in Verbindung mit TeamSpeak. Nachdem ich die Töne da auch mal ein bisschen lauter gestellt habe, hört man es ja auch. Schon ein bisschen riskant, wie ich fahre. Ja, so ein LKW kippt gerne mal um. Vor allem, wenn du mit 50 in die Kurve gehst, das kann schon reichen. Ich bin gerade mit 90 in die Kurve gegangen, also. Profi. Harakiri. Kiri? Ja. Ach, hier muss. Kiwi, kennst du? Nee. Also, Kiwi, ja, kenn ich. Klar kenn ich einen Kiwi. Ja, was ist das? Eine Frucht. Ist es Obst oder Gemüse? Obst, glaube ich. Obst. Ja, richtig. Aber was ist noch ein Kiwi? Keine Ahnung. Die Neuseeländer nennen sich Kiwis. Wow. Und es gibt einen Vogel. Also die nennen sich so, weil es einen Vogel in Neuseeland gibt, der auch Kiwi heißt. Wenn ich jetzt nicht ganz falsch lieg. Du liegst ganz falsch. Definitiv. Du darfst nachher gerne Google bemühen. Darf ich das? Ja. Oha. Ich erlaub's dir. Wenn dein Internet es zulässt. Ja. Huch. Der Durchsatz bei der BGA ist riesig. Muss mal gucken, wie schnell das da verarbeitet wird. Ich glaube, ich muss den hinteren Anhänger abkuppeln, um das ordentlich abzuladen. Ja. Ich habe es gerade mit versucht. Da gibt's leichte Kollisionen. Ganz leicht, ja. Da hast du recht. Naja, haben wir alles schon festgestellt. Du? Ja. Ich habe da gar nichts festgestellt. Ich stelle nur fest, was du festgestellt hast. Also stelle es wieder fest. Was? Ja. Wir aber abkoppeln, ein bisschen vorfahren und dann abladen. Dann passt's. Gut. Ja. Bin schon wieder auf dem Rückweg. Gut. Hast auch nicht mehr viel Zeit. Oh. Na, wenn wir das alles vor Mitternacht abgeladen haben, dann haben wir morgen gut, oder vor dem Schlafen gehen, haben wir morgen schon gut Gärreste. Dann müssen wir uns aber noch ein Fass kaufen, fällt mir gerade ein. Das Bearbeitete von dir. Das ist, glaube ich, schon mit freier Farbe. Das du mir geschickt hast. Achso, nee, das ist nicht von mir bearbeitet, das ist von Olli bearbeitet. Ah. Weil da ist Mehl hinzugefügt. Und das, die Version, die wir vorher von LSFM-Modding drauf hatten, die kann kein Mehl. Ja. Wir müssten auch mal den Baum da wegmachen. Steht er noch? Nee, da liegt. Oh, ja. Der steht nicht mehr. Stimmt, den haben wir ja nur auf die Seite geschoben im Fendt. Glaube ich. Oder habe ich es mit dem Nee, mit dem JCB habe ich es gemacht. Ja, ich dachte schon. Wie viel Gras die BGA wohl rauchen muss. So, aber wir haben eigentlich unsere Grasquelle getötet, gell? Du hast die Gras... Nee, wir. Du, wir, sie. Ja. Du warst auch damit einverstanden, dass wir hier ein Feld machen. Oder ja. War das nicht sogar deine Idee? Ja, war meine Idee. Also, ich hab ja gar nichts gesagt. Bist du schuld? Ich bin schuld. Ja. Wir haben genug Geld. Wir können uns davon theoretisch noch 5 Müll kaufen. Lol.
Weißt du was? Oh, oder Mist, was mache ich denn hier? Warum kalge ich mit dem Predal? Kannst du mir das mal verraten? Mit dem Predal? Ja. Zweiachser oder was? Ja. Oder eine Achse. Mit dem Zweiachser. Ja, ist richtig. Nein, ist nicht richtig. Wir haben gesagt, wir kaufen den Strautmann, weil der einen geringeren Durchsatz hat. Ah, der von Olli. Stimmt. Aber ich bin jetzt nach dem zweiten Vorgewende nicht mal fertig. Also das zweite Vorgewende ist nicht fertig und ich bin schon leer. Das ist brutal. Ich weiß jetzt nur nicht, ob wir den Strautmann schon haben oder nicht. Oha. 18 Euro Betriebskosten. Jo. So, dann gucke ich mal gerade. Der war unter Miststreuer, gell? Ja, ist Miststreuer eigentlich. Nee, den haben wir noch nicht. Der verarbeitet ja ultraschnell. Die BGA? Ja. Jo, übelst. Also das ist meine OP Universal Lol. Ja, ist halt XL, ne? XXL. So, jetzt hoffe ich nur, dass ich hier auch den Kalk einfach einladen kann. Quatsch, nicht Dünger. Kalk. 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ab geht's. 10. Nochmal fahren. Ah ja, geht. Glück gehabt. Und ich bin da wirklich die ganze Folge mit beschäftigt. Ja, ich werde auch noch ein bisschen kalken müssen. Oh lol, wäre fast umgekippt. Ah, nur fast. Fast ist okay. Ja, da hat der rote Blinker das gar nicht. Ja? Innen drin schon, ja. Auf dem Dashboard meinst du? Ja. Oh, ja. Ist ja ultra. So, jetzt haben wir aber auch nur noch 2,6 Millionen. 1,6 Millionen. 2,6? Davon könnte ich ja träumen. Ja. So, ich vermute, ich werde heute nicht fertig in der Folge. Ich weiß noch nicht. Ich glaube schon. Ja, du hast ja 90k Ladevolumen. Das könntest du noch hinkriegen. Aber wir werden es beibehalten, ja, dass wir euch jetzt nicht 5 Folgen lang hier Kalken vorspielen. Oder vorfahren, sondern dass ja, wir... Soll ich dir mal was sagen? Bitte? Ich muss gleich wegen 3000 Litern nochmal fahren. Na, da lass die drin. Das lohnt sich ja nicht. Kannst eher schon mal dann ein Fass kaufen. Ja. Vielleicht JCB-Farben oder so. Weil das würde man dann am erst mit dem JCB fahren. Damit wir Geschwindigkeit haben. Oder wir machen es mit einem LKW. Ja, aber du brauchst einen. Achso, einen Sattelauflieger meinst du? Oder mit dem, wo du gerade fährst? Mit dem, wo ich gerade fahre. Okay, das finde ich nicht so gut, weil da brauchst du dann auch eine Dolly. Braucht man dann. Achso, dann nicht. Dann. Achso, warte mal, ich muss glaube ich erst aufmachen, ja. Wenn es dann nur mit einer Dolly geht, dann nee. Ja. Das ist blöd. Ich glaube, der hat sogar eine größere Arbeitsbreite, der Strautmann. Sieht so aus, oder? Müssen wir mal nachgucken. Auf jeden Fall ist der Durchsatz viel geringer. Ich werde jetzt hier fertig kalken. Tigerfarm hat die BGA befüllt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei der nächsten Folge XXL Farm auf der Marchfelderland. Ja. Haut rein, macht's gut. Tschüss. Tschüss.